Jo, hey, ich bin Tarin Aria, ihr seid auf die Quarkadabas und heute würde ich euch gerne über mein Buch erzählen, das ich mache. Ich weiß gar nicht, wo ich es einleiten kann, auf einer von den 2 Seiten. Der Titel wird sein Run Little Girl Run und es wird um ein kleines Mädchen gehen, also kleines Mädchen unter Anführungszeichen, sie ist ungefähr 13 Jahre alt und sie hat ihrer besten Freundin erzählt, dass sie das Leben, das sie jetzt lebt, nicht mehr leben möchte. Ihr Vater erfährt dann davon und ist nicht begeistert. Vorsichtig auszudrücken. Von dem Zeitpunkt, wo er es erfährt, geht alles bergab für sie. Sie muss zu einem Polizisten tatsächlich flüchten, was man in ihrer Position als Tochter eines bösen Clan-Chefs nicht erwarten würde. Im Endeffekt landet sie in einem Programm, das aus Jugendlichen Bodyguards für Jugendliche machen will. Sogenannte Bodyguards. Der Rest des Buchs kümmert sich um die Ausbildung dessen und die ganzen Charaktere, die mit ihren eigenen Dämonen und ihrer eigenen Hintergrundgeschichte kämpfen, einfach alle nur überleben, Spaß haben wollen und eine gute Zeit im Prinzip. Am 1. Mai wird das Buch veröffentlicht werden und als erstes erhält mich Stein auf dem Animarket in Wien. 1. Mai in Wien, ich blende euch die Informationen dazu hier ein. Danach könnt ihr es auf meinem Business-Instagram-Account. Also nicht, meine Business-Instagram-Account, den ich euch auch einblende und in der Beschreibung verlinke, könnt ihr das Buch ebenso wie alle meine Zeichnungen, meine Bilder und wenn ihr mir schreibt über Kommissionen, ist das alles auch dort erhältlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auscheckt. Lasst mir ein Follow da. Alle, die mir vor dem 1. Mai folgen, also auch alle, die jetzt schon dem Account folgen und alle, die jetzt noch dazukommen, bis 50 Follower, können am 1. Mai, wenn sie zu dem Animarket kommen, mir zeigen, ich habe dir gefollowt und dann bekommt ihr eine kleine Überraschung von mir dort. Ich werde euch noch irgendwo, wenn ich erfahre, wo ich ungefähr stehe, wahrscheinlich in der Story dort posten, wo ich sein werde. Und ich freue mich über jeden, den ich dort sehe. Ich freue mich, wenn ihr euch für mein Buch interessiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Lasst sie mir in den Kommentaren da, ich schaue, dass ich sie euch beantworte. Und wie gesagt, 1. Mai kommt das Buch raus. Hoffentlich schaffe ich es. Ich bin schon sehr gespannt. Ich muss gerade noch Spellcheck machen und dann in den Druck schicken. Aber freue mich schon sehr. Bis dahin sage ich jetzt mal danke fürs Zuhören. Danke für alle, die mir folgen. Und macht's zum allerallerbesten. Ciao!